Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni. Guten Abend. Der Begriff der Stunde lautet Pragmatismus. Die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte wünschen ihn sich, die Teams in den Impfzentren, Sie wahrscheinlich auch. Und der Bundespräsident, der heute das Ehepaar gewürdigt hat, dem wir den BioNTech-Impfstoff verdanken. Özlem Türeci und Uğur Şahin, Sie tragen jetzt das Bundesverdienstkreuz für Ihren Dienst an der Menschheit. Und dabei fiel dann wieder dieses Wort, Pragmatismus. Ist nicht das Gegenteil von Perfektionismus, Pragmatismus ist der Weg dorthin. So sagte es der Mediziner Şahin, in der Hoffnung, dass alle Impfstoffentwickler kooperieren mögen. In unserem Föderalismus ist es aber nicht ganz so leicht mit dem Pragmatismus. Heute beim Impfgipfel war er ebenfalls wieder gefragt, um die Impfkampagne voranzubringen. Nun sollen also nach Ostern die Arztpraxen mit einsteigen. Das war einer der Beschlüsse des Gipfels heute, den Kerstin Palzer und Alexander Reisland für uns zusammenfassen. Alle, die heute hier im Impfzentrum in Erfurt sind, haben gestern Abend noch eine Mail bekommen. Inhalt: Ab heute Morgen wird weiter geimpft, auch mit AstraZeneca. Allerdings wird jetzt ein neues Aufklärungsblatt über die möglichen Nebenwirkungen ausgeteilt und die meisten hier sind optimistisch. Wenn man die Zahlen betrachtet, muss man doch sehen, dass es sich in einem Prozentbereich bewegt, das ganze Problem, wo man einfach hofft, dass es einen selber nicht trifft. Und wenn ich diese Befürchtung hätte, dann wäre ich nicht hier heute. Aber so wie zurzeit läuft das Impfen zu langsam. Das ist wohl auch der Kanzlerin klar. Deutsche Gründlichkeit solle nun mit deutscher Flexibilität ergänzt werden, so Merkel. Und nach Ostern sollen die Hausärzte mitimpfen. Wir wollen ja schnell in diesen Übergang zu den Arztpraxen. Das bedeutet aber auch, dass die Lieferungen bei der großen Zahl von Hausarztpraxen, nämlich etwa 50.000, am Anfang noch pro Praxis recht gering sein werden, also etwa 20 Impfdosen pro Praxis. Das heißt also, das wird sich erst langsam aufbauen, aber wir glauben, dass es wichtig ist, jetzt anzufangen. Wie man etwas flexibler in den Hausarztpraxen impfen könnte, beschreibt der sächsische Ministerpräsident. Wenn die Mutter oder der Großvater begleitet wird von dem Enkel oder von den Kindern, dann soll diese Impfung auch gleich miterfolgen. Aber im Kern muss es dabei bleiben, dass diejenigen, die am ehesten vielleicht auch versterben, diejenigen sind, die zuerst geschützt werden. Zusätzliche Impfdosen sollen an 5 Bundesländer gehen, als Schutz davor, dass Pendler ansteckendere Virusvarianten einschleppen. Extradosen bekommen sollen das Saarland und Rheinland-Pfalz mit Grenzen zu Frankreich sowie Bayern, Sachsen und Thüringen. Der erste, weil älteste Ministerpräsident ließ sich heute impfen, der 72-jährige Winfried Kretschmann aus Stuttgart mit AstraZeneca. Nur ein kleiner Pieks für ihn, aber ein großer Schritt für die Impfkampagne, hofft er. Mein Vertrauen ist da sehr groß und das Vertrauen darf man haben. Vertrauen scheint die Kanzlerin auch in russische Wissenschaft zu haben. Merkel spricht sich für die Prüfung von Sputnik V durch die Europäische Arzneimittelbehörde aus. Und weil überall die Inzidenzwerte hochgehen, gibt es auch einen Vorgriff auf das Treffen mit den Ministerpräsidenten und Präsidentinnen am Montag. Merkel macht klar, es geht wieder zurück auf den schärferen Lockdown, wie er bis zum 7. März bestand. Ich hätte mir gewünscht, dass wir ohne diese Notbremse auskommen, aber das wird nicht möglich sein, wenn ich mir die Entwicklung der letzten Tage anschaue. Seit dem Impfstopp vor 4 Tagen sind allein in den Impfzentren in Thüringen etwa 10.000 Termine ausgefallen. Absagen von Menschen, die nun lieber nicht mit AstraZeneca geimpft werden wollen, gab es heute in Erfurt übrigens nahezu keine. Und über die Ergebnisse des Impfgipfels habe ich am Abend mit einer Teilnehmerin der Runde gesprochen, der Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig. Guten Abend, Frau Schwesig. Guten Abend, Herr Zamperoni. Heute also der große Impfgipfel. Aber jetzt dauert das weitere 2 Wochen, bis die Hausärzte bundesweit einsteigen und dann auch nur am Rande. Das bringt uns doch kaum weiter, solange wir nicht genügend Impfstoff haben.
Das Grundproblem bleibt, wir haben einfach zu wenig Impfstoff. Gerade jetzt in der dritten Welle mit der Mutation wäre dringend mehr Impfstoff notwendig. Ich halte die Einbindung der Hausärzte trotzdem für richtig. Wir machen das hier in Mecklenburg-Vorpommern schon seit einigen Wochen in einem Landkreis sehr erfolgreich. Es sind kürzere Wege für die Menschen. Und wir werden ab nächsten Montag bereits die Hausärzte und die anderen niedergelassenen Ärzte, die mit impfen wollen, einbeziehen. Es stimmt, erstmal mit wenigen Dosen, aber der Anfang ist gemacht. Es ist gut, wenn die Ärzte von Anfang an einbezogen werden. Das bestreitet ja keiner, aber das Grundproblem, wie Sie sagen, bleibt. Und deswegen haben ja einige Ihrer Amtskollegen ja auch den russischen Stoff Sputnik V ins Gespräch gebracht. Heute sagt die EU, es gibt noch hohe Hürden, wie etwa die Fragen nach zertifizierten Produktionsstätten etc. und Zulassungen. Droht uns da wieder die Bürokratie, das Tempo beim Impfen zu drosseln? Ich halte es für wichtig, dass die EMA jeden Impfstoff kritisch prüft. Ein Impfstoff muss gut und sicher sein, aber die Herkunft, darum darf es nicht gehen. Und ich finde es schon bemerkenswert, dass weder die EU noch die Bundesregierung aus den Fehlern lernt. Denn das eine ist die notwendige Zulassung, die muss kritisch geprüft werden. Aber das andere ist doch, dass man sich schon bei Impfstoffkandidaten, die zumindest nachher vielleicht kommen können, frühzeitig Dosen sichert und auch noch mal nach Produktionsstätten guckt. Aber das passiert nicht, oder? Wir kaufen noch keinen Impfstoff in Russland ein, mal vor auf Halde sozusagen. Bisher ist das nicht erfolgt. Das ist ein Thema, worüber wir noch mal mit der Bundesregierung sprechen müssen. Ich spreche mich ganz klar dafür aus, es darf nicht entscheidend sein, woher ein Impfstoff kommt, sondern er muss gut und sicher sein. Aber irgendwie wirkt das so als eine weitere Baustelle in dieser Pandemie wieder. Dieser schleppende Impfstart, dann das Hin und Her bei Masken, die Teststrategie, die immer noch nicht so ganz klar ist, dann die langsame Auszahlung von Hilfsgeldern. All das erweckt nicht alles den Eindruck, Deutschland kann irgendwie Krise nicht mehr? Der Impfstoff wurde definitiv von der Europäischen Union zu spät und in zu geringen Mengen vor allem bestellt. Es zeigt sich ja jetzt, dass es wichtig ist, dass man möglichst mehrere Impfstoffe hat. Und die USA haben es vorgemacht, auch Israel. Wir müssen jetzt hier vor Ort an der Basis mit diesem Mangel klarkommen. Und wir können nur sagen, wir verimpfen alles, was wir haben, was wir können. Und da finde ich es richtig, auf die Impfzentren und auch auf die niedergelassenen Ärzte zu setzen, denn sie sind gerade nah an den Menschen, die es nicht so leicht haben, die Risikopatienten, die vielleicht nicht die weiten Wege auf sich nehmen können. Das sagten Sie bereits, aber ich meine, das ist mehr so im Gesamtbild. Ist da so ein Grundfrust derzeit vielleicht auch da, weil wir eben sehen, irgendwie scheint das gerade schief zu laufen und wir hatten eigentlich ein anderes Bild von uns. Wir Ministerpräsidenten sind ja vor Ort und natürlich erlebe ich diesen Grundfrust bei den Bürgerinnen und Bürgern, weil sie sagen, der Impfstoff ist doch unser Weg aus der Pandemie. Warum gibt's davon jetzt so wenig? Viele Unternehmen, die unzufrieden sind, weil die Wirtschaftshilfen eben nicht zügig genug kommen. Und das sind Dinge, die einfach im Bund besser laufen müssen, denn wir muten den Menschen seit vielen Monaten viel zu und machen wir uns nichts vor. Die dritte Welle ist da, die Mutation ist da. Und da wird noch einiges sozusagen dicht bleiben müssen. Und deswegen ist es schon wichtig, dass die Menschen sehen, dass wir auf der anderen Seite mit den Instrumenten, die etwas für die Menschen tun können, Masken, Tests, Impfen, aber auch Wirtschaftshilfen, gut vorankommen. Am Montag wartet schon der nächste Gipfel auf Sie mit den Länderchefs und der Kanzlerin. Die Kanzlerin sagt heute, wir werden die Notbremse ziehen müssen. Die dritte Welle ist da. Sie machen sich aber für kontaktlosen Urlaub in der Heimat stark. Ist die Rückkehr in den verschärften Lockdown zwangsläufig? Wir wollen von der Bundesregierung wissen, von der Bundeskanzlerin, warum Urlaub in Mallorca geht, aber eben im eigenen Bundesland, vielleicht in der Ferienwohnung oder im Ferienhaus nicht. Ich möchte es konkret machen. Warum ist es eigentlich sicherer, wenn eine Familie aus Rostock zum Flughafen fährt, dort mit vielen Menschen in den Flieger steigt, nach Mallorca fährt, dort Urlaub macht, als wenn sie ins Auto steigen, eine Stunde auf den Darß fahren und dort vielleicht im Ferienhaus oder in der Ferienwohnung einchecken? Diese Entscheidung mit Mallorca führt zu viel Unmut vor Ort, bei den Bürgerinnen und Bürgern, aber auch in der Branche. Und wenn die Branche, die Gastronomie und die Hotels weiter dicht bleiben müssen, dann muss die Bundesregierung für eine zusätzliche Wirtschaftshilfe sorgen. Es ist nicht zu vermitteln, warum einzelne Branchen die ganze Zeit aufhaben, dort boomt es, und andere seit vielen Monaten solidarisch den Preis bezahlen.
Ihr Parteifreund Karl Lauterbach hat gestern in den Tagesthemen noch gesagt, ein schneller, härterer und zeitlich begrenzter Lockdown wäre notwendig. Sonst komme der Lockdown später, dauere länger und fordere mehr Todesopfer. Also er muss kommen. Sehen Sie das auch so? Wichtig ist, dass wir jetzt nicht alles öffnen und wir sind ja nur sehr vorsichtig vorangegangen und die Zahlen sind in MV zum Glück noch stabil. Wichtig ist aber auch, dass die Akzeptanz in der Bevölkerung erhalten bleibt und dafür ist schon entscheidend, ob die Bevölkerung sieht, dass wir eben auch etwas für die Menschen tun. Ich habe es angesprochen, gerade das Thema Impfstoff spielt ja eine große Rolle. Wir müssen zeigen, dass wir auch die maximale Anstrengung unternehmen, um aus der Pandemie herauszukommen. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Vielen Dank, Frau Schwesig, für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Einen schönen Abend und bleiben Sie gesund. Die Beschlüsse des Impfgipfels. Dazu hat Kirsten Gierschig aus unserem ARD-Hauptstadtstudio folgende Meinung. So richtig schnell gehen wird es mit dem Impfen auch im April nicht. Und die Hausärzte sind enttäuscht, dass sie zunächst so wenige Impfdosen bekommen. Die Berliner Kassenärztliche Vereinigung will deshalb sogar den Vertrag mit den Impfzentren kündigen. Das finde ich falsch. Wenn der Impfstoff so kommt wie geplant, bekommen Hausärzte Ende April genauso viel Impfstoff wie die Impfzentren. Für die Hausärzte spricht, sie kennen ihre Patienten. Sie wissen, wer wahrscheinlich das höchste Risiko für einen schweren Verlauf hat und von der Priorisierung bisher nicht erfasst wurde. Sie können bei der Familie mit dem chronisch kranken Kind, bei dem körperlich Behinderten, der nicht in einer Einrichtung lebt, dem Krebspatienten zu Hause vorbeischauen. Das Argument, nur die Hausärzte könnten Impfskeptiker von AstraZeneca überzeugen, halte ich dagegen für Quatsch. Es gibt wesentlich mehr Menschen, die sich sofort, egal wo, mit egal welchem Impfstoff impfen lassen würden, als Menschen, die in den nächsten 2 Monaten qua Priorität drankommen. Der Engpass ist nicht die Impfskepsis, sondern die Impfdosen. Und gleichzeitig sind wir längst in der dritten Welle. Deshalb plädiere ich dafür, keine Impfdosen mehr aufheben für den zweiten Peaks, sondern so schnell wie möglich erste Impfungen an möglichst viele verteilen. Denn die schützen ja bereits vor schweren Verläufen. Auch in den Hochrisikogebieten an den Grenzen sollte das Priorität sein, mit den zusätzlichen Dosen, die Sie jetzt bekommen. Und ja, etwas mehr Flexibilität, wie sie die Kanzlerin angemahnt hat, schadet auch nicht. Die darf jetzt endlich mal vor deutsche Gründlichkeit gehen. Die Meinung von Kirsten Gierschig. Egal, wie man die Impfkampagne optimiert, wir haben es jetzt mehrfach gehört, immer noch zu wenig Impfstoff. Kein Wunder also, dass der Ruf nach dem russischen Vakzin lauter wird, Sputnik V. Seit ein britisches Fachmagazin ihm 91% Wirksamkeit bescheinigt hat. Umstritten war Sputnik V, weil Russland es im August schon zugelassen hatte, ohne die dritte Testreihe, die aufwendigste, die verlässlich zeigt, wie ein Impfstoff wirkt. Doch inzwischen ist Sputnik V in gut 50 Ländern weltweit zugelassen, hier in Europa etwa auch in Ungarn. In Russland selbst aber läuft die Impfkampagne alles andere als gut an, wie Demian von Osten berichtet. Irina hat ihre anfängliche Skepsis vor Sputnik V überwunden. Ein bisschen Angst vor der Impfung ist aber geblieben. Jede Impfung ist eine Einmischung in den Organismus. Ich hoffe, dass alles gut wird, denn ich möchte nicht vorzeitig auf dem Friedhof landen. Impfstoff hätten sie hier genug, doch Anmeldungen für diesen Tag nur 15, sagt die Krankenschwester der mobilen Impfstation in Galtschino bei Moskau. Während Russland weltweit für seinen Impfstoff trommelt, geht es zu Hause nur schleppend voran. Mindestens eine Impfdosis haben gut 4% der Bevölkerung erhalten. Und laut einer Umfrage Ende Februar lehnen fast 2/3 der Russen Sputnik V ab. Dieser ganze Unsinn mit der Impfung, man vernebelt der Bevölkerung das Gehirn. Ich habe kein Vertrauen in diesen Impfstoff. Er ist überhaupt nicht richtig erforscht. Ich habe ein kleines Kind, ich möchte meine Gesundheit nicht riskieren. Ich bin überhaupt dagegen. Ich weiß ja nicht, welche Folgen das hat. Warten wir mal ab, wie das ausgeht, wenn die Leute den Impfstoff nehmen. Auch er wartet noch. Präsident Putin gestern erstmals seit der Pandemie bei einer Massenveranstaltung. Der Kreml feiert die Annexion der Krim. Trotz Corona kaum Masken. Putin werde sich impfen lassen, wenn es sein persönlicher Impfplan erlaube, heißt es aus dem Kreml.
Ich denke, für viele Bürger wären die Ängste weg, wenn Putin sich selbst impfen lassen würde. Aber er hat das Thema auf September verschoben. Ärzte in Russland wollen angesichts der Skepsis in der Bevölkerung jetzt stärker für die Impfung werben. Wir reden mit unseren Bürgern, erklären Nebenwirkungen und Schwierigkeiten und reden darüber, was passieren kann, wenn sie sich nicht impfen lassen. Irina hat die erste Impfdosis hinter sich. In ihrem Umfeld leben viele Militärangehörige, die bereits geimpft wurden. Das machte ihr die Entscheidung leichter. Jeder trifft die Entscheidung für sich, nach dem, was das Herz sagt. Russland fährt die Produktion von Sputnik V hoch und will den Impfstoff in mehr als 50 Länder exportieren. Und Russland hat zwei weitere Impfstoffe zugelassen. Wenn die massenhaft verfügbar sind, könnte das neuen Schwung in die russische Impfkampagne bringen. Ein harmonisches Teetrinken hatte wohl niemand ernsthaft erwartet. Aber dass es dann gleich so eisig werden würde, dieses erste direkte Aufeinandertreffen der Außenminister Chinas und der USA seit dem Amtsantritt von Präsident Joe Biden. Dabei hatte man bewusst einen Ort gewählt, der zwar auf amerikanischem Boden liegt, aber weit entfernt von den Hauptstädten beider Länder ist. Alaska. Nun ist offenbar auch das außenpolitische Verhältnis so unterkühlt zwischen den rivalisierenden Supermächten wie hier die Außentemperaturen, weil es zwischen den Spitzendiplomaten ungewöhnlich hitzig wurde. Jan Koch. Eigentlich war der Pressetermin vorbei. Warten Sie noch einen kurzen Moment. US-Außenminister Blinken will, dass die Journalisten da bleiben. Es geht um die Deutungshoheit vor laufenden Kameras. Gestern beim ersten Treffen der beiden Regierungen mit China. Es ist frostig, als der US-Außenminister in Alaska ankommt. Dass es nicht nur draußen, sondern drinnen ähnlich frostig werden sollte, konnte da noch keiner ahnen. Doch die USA werfen beim gemeinsamen Pressetermin China schon zu Beginn Menschenrechtsverletzungen vor. Wir wollen unsere große Besorgnis diskutieren, die wir haben bei dem, was China tut. In Xinjiang, in Taiwan, in Hongkong und die Cyberangriffe auf die USA, die wirtschaftlichen Zwänge unserer Verbündeten. All das gefährdet die globale Stabilität. Chinas Chefdiplomat Yang schießt daraufhin 15 Minuten lang verbal zurück. Die USA hätten keinen Anspruch auf die Vormachtstellung in der Welt. Wenn die USA über universelle Werte und die internationale öffentliche Meinung sprechen, hoffen wir, dass sie auch hinterfragen, ob das tatsächlich die allgemeingültige Meinung ist. Denn die USA repräsentieren nicht die gesamte Welt, sondern nur sich selbst. Außerdem hätten die USA eigene Probleme mit Minderheiten. Blinken hält dagegen. Was wir im Laufe unserer Geschichte getan haben, ist, Herausforderungen offen, öffentlich und transparent anzugehen. Nicht zu versuchen, sie zu ignorieren, nicht so zu tun, als ob sie nicht existieren. Nun verlassen die Kamerateams den Saal. Doch nicht lang. Die chinesische Delegation lässt sie wieder zurückholen. Lassen Sie mich hier klar sagen, dass die USA sich gegenüber China nicht herausnehmen kann, mit so einer Position der Stärke zu sprechen. China ist für die USA weiterhin die größte wirtschaftliche Bedrohung, doch Präsident Biden geht es mehr als nur um Handelsbeziehungen. Er will sich für freiheitliche, rechtsstaatliche Werte einsetzen und das auch wieder zusammen mit Partnern wie Europa oder auch Japan. Die Trump-Regierung hatte sich aus vielen internationalen Abkommen und Organisationen zurückgezogen. Die Biden-Regierung setzt auf internationale Bündnisse. Diese seien sehr bedeutsam. Die USA sagen, sie sind zurück und sie wollen sich auch darauf wieder konzentrieren. Heute, nach harten Verhandlungen, ist klar, das erste Treffen bleibt ein erster Austausch, ein frostiger Austausch. Wir wollten vor allem unsere Bedenken platzieren, was vielerlei Entscheidungen Chinas angehen. Bedenken, die eben auch unsere Alliierten und Partner haben. Und das haben wir getan. USA und China. Ein Machtkampf, in dem Präsident Biden aber auch in Zukunft gemeinsame Lösungen mit China suchen muss. Bei vielen ungelösten globalen Fragen. Zwischen den beiden scheint das Klima stabil zu sein. Die grüne Doppelspitze hat bis hierhin den internen Wettbewerb um die Spitzenkandidatur für die Bundestagswahl wohl temperiert gehalten. Irgendwann nach Ostern wollen sich Annalena Baerbock und Robert Habeck einigen, wer denn kandidiert als Nummer eins. Womit dann er oder sie antreten wird, mit welchen politischen Zielen und Inhalten, das haben sie heute unverblümt präsentiert in ihrem Wahlprogramm.
Ob das allerdings ein gutes Klima schafft bei potenziellen Koalitionspartnern und auch bei denen, die heute auf die Straße gegangen sind beim weltweiten Aktionstag der Klimabewegung Fridays for Future, auch in Berlin. Christian Feld. Am Abend bekommt das Verkehrsministerium in Berlin Besuch. Fahrraddemo mitorganisiert von Fridays for Future. Die Pläne der Grünen für die Aktivistinnen und Aktivisten eine einzige Enttäuschung. Die Grünen wären gerne die Ökopartei. Wenn man sich das Programm anguckt, dann sieht man eindeutig, sie sagen zwar schöne Versprechen, 1,5 Grad, das sind aber noch leere Worte und es fehlt eindeutig an ernsten Maßnahmen. Das ist sie, die Herausforderung für Annalena Baerbock und Robert Habeck. Wer ein Angebot für viele sein will, läuft Gefahr, manche auch zu enttäuschen. Die Grünen sehen sich und ihr Programm Deutschland, alles ist drin, als dringend nötige Vitaminspritze. Die Regierungsparteien sind erlahmt und müde nach all diesen Jahren in der Großen Koalition. Deutschland wirkt saturiert, müde, wandlungsunlustig, ja mittelmäßig. Alles ist drin ist für uns ein Weckruf, dass diese Dekade wirklich ein Jahrzehnt des mutigen Machens, des Gelingens und ein Jahrzehnt des Modernisierens werden kann. Fast 140 Seiten die Ideensammlung für eine sozial-ökologische Erneuerung. Im Detail früher raus aus der Kohle, schärfere Klimaziele, ein höherer CO2-Preis, der Ausbau der erneuerbaren Energie, mehr E-Mobilität. Es ist eine lange Liste mit Versprechen. Gute Schulen und Kitas, gute Gesundheitseinrichtungen, guter öffentlicher Nahverkehr für alle Menschen in Stadt, in der Stadt, auf dem Land, in Nord und Süd, in Ost und West. Aber die grüne neue Welt kostet Geld. Für Investitionen will die Partei die Schuldenbremse lockern. Das geht nur mit Grundgesetzänderung und mit breiter Mehrheit. Das ist ein großer Schritt. Das ist tatsächlich eine Veränderung der Finanzpolitik der letzten 10 Jahre. Deswegen wird es schwer werden, weil viele Leute quasi ihre politische Geschichte, ihre Ideologie damit verknüpft haben. Das Programm der Grünen ist vergleichbar mit einem Fliegenpilz. Die Verpackung ist ganz schön, aber der Inhalt, der ist ziemlich giftig für unser Land. Dieses Programm verspricht eins: mehr Belastung und mehr Steuern für alle, mehr Bürokratie. 12 Euro Mindestlohn, Grundsicherung statt Hartz IV. Der SPD gefällt das. Da sind viele Zukunftsmissionen enthalten, die auch die SPD aufgeschrieben hat jetzt in den letzten Tagen. Und das ist ein ziemlich deutliches Zeichen, dass die Grünen durchaus zu der progressiven Allianz zählen können, die wir uns vorstellen, um Deutschland in die Zukunft zu bringen. Im Juni soll ein Parteitag über das Wahlprogramm diskutieren. Und bis dahin sollte auch die Spitzenkandidatin klar sein oder der Spitzenkandidat. Wir kommen nochmal zurück auf das Gutachten zu sexualisierter Gewalt im Erzbistum Köln. Heute sehen wir weitere personelle Konsequenzen. Mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Judith Rakers. Auf eigenen Wunsch lässt der Kölner Weihbischof Ansgar Puff sein Amt ruhen. Er räumte eine Pflichtverletzung ein. Puff ist der dritte Bischof, der nach der Vorstellung des Missbrauchgutachtens gestern Konsequenzen zieht. In dem Gutachten wurde geprüft, wie Verantwortliche des Bistums mit den Vorwürfen der sexualisierten Gewalt gegen Kinder durch Priester umgegangen sind. Wer aus Polen nach Deutschland einreisen will, muss ab Sonntag einen negativen Corona-Test vorweisen. Das RKI stufte das Land am Abend als sogenanntes Hochinzidenzgebiet ein. In diese Kategorie fallen Länder, in denen die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche bei über 200 liegt. Die Testpflicht für Einreisende soll mit Stichproben überprüft werden. Mehr als 30 Jahre nach dem Mauerfall wollen immer noch jeden Monat tausende Menschen Einsicht in Stasi-Unterlagen nehmen. Das geht aus dem Tätigkeitsbericht des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen Jahn hervor. Demnach beschäftigen sich zunehmend Angehörige von Verstorbenen mit dem Leben ihrer Verwandten im geteilten Deutschland. Es war der letzte Bericht der Stasi-Unterlagenbehörde, da diese zum Sommer aufgelöst wird. Die Akten werden aber im Bundesarchiv weiter zugänglich sein. Im Viertelfinale der Fußball-Champions League treffen die beiden deutschen Vereine auf starke Gegner. Das hat die Auslosung heute ergeben. In einer Neuauflage des Vorjahresfinals spielt Bayern München gegen Paris Saint-Germain. Manchester City ist der Gegner von Borussia Dortmund. Kommen beide deutschen Vereine weiter, spielen sie im Halbfinale gegeneinander.
Am Anfang der Sendung war ja schon wieder die Notbremse Thema. Die greifen soll ja ab einer Inzidenz von 100. Dabei hatten sich schon so viele gefreut, dass vielleicht bald die ersten Restaurants aufmachen könnten, Kinos, Theater. Und in Berlin, da probieren sie es an diesem Wochenende einfach mal aus. Trotz einer Inzidenz von 101,3 war heute Publikum im Theater, um das Berliner Ensemble zu sehen mit dem Stück Panikherz. Passt ja irgendwie auch ganz gut in diese Zeit, denn es handelt ja vom Aufstehen nach dem Hinfallen. Der Versuch, diese neue Normalität zu testen, also das Leben mit dem Virus. Griet von Petersdorf aus einer Stadt, die es wagt, den Vorhang zu lüften. Christine Ufer und ihr Sohn Max wissen, der Weg zum Theater führt derzeit nur über die Nase. Denn ohne Schnelltest kein Eintritt. Ein Aperitif der anderen Art. Wir haben uns irgendwie schon so lange danach gesehnt, wieder ins Theater zu gehen. Und da ist das jetzt eine willkommene Sache gewesen. Im Berliner Ensemble dreht sich alles um die Wiedereröffnung. Wenn es auch erstmal nur für 2 Abende im Rahmen des Pilotprojekts ist. Neben Abstand, Masken, nun also auch noch Schnelltests. Und am Ende sehen, ob es funktioniert. Gegeben wird Panikherz, dieses Theaterstück geht gut aus und das sei derzeit besser als eine Tragödie, findet Intendant Oliver Rehse. Etwas absurd ist das Ganze, die Infektionszahlen steigen rasant, alles drängt eher in Richtung Wiederschließen, aber er will das Projekt durchziehen. Natürlich ist uns allen mulmig und natürlich haben wir Theaterleute und Künstler, Künstlerinnen auch ein Gefühl für die gesellschaftliche Gesamtsituation. Das ist ja überhaupt keine Frage. Nur heißt das ja nicht, dass es nicht genaue Regeln geben kann, nach denen nicht unterschiedliche Angebote ganz speziell möglich oder auch nicht möglich sind. Auch die Staatsoper macht mit bei dem Testprojekt. Geprobt wird Figaros Hochzeit, Aufführungstermin Anfang April. Am Ende soll das Pilotprojekt wissenschaftlich ausgewertet werden und den Beweis erbringen. Theater geht immer, auch in Zeiten der Pandemie, wenn man auf die Hygiene achtet. Ja, natürlich ist es so, dass der Gegner hier ein Virus ist und auch nicht Politiker, die irgendwie versuchen, eine verantwortungsvolle Entscheidung zu treffen. Aber ich glaube, mit einer gewissen Entschlossenheit und Kreativität lässt sich da eben viel möglich machen. Im Moment dauert alles, was man da macht oder jeden Schritt, den man geht, ist der vierfache Aufwand. Das ist ganz klar. Christine Ufer und ihr Sohn Max schauen nach. Wird das was mit dem Theaterbesuch heute Abend? Negativ. Hurra! Panikherz. Innerhalb kürzester Zeit waren die 350 Karten ausverkauft. Die Zeit der kulturellen Durststrecke ist noch lange nicht vorbei. Dann nochmal das Testergebnis, bitte. Genau, dann nochmal das Testergebnis. Wunderbar. Super. Dann viel Spaß. Wenn es all den Dunkeln wollen, und damit Vorhang auf für den Frühling morgen und Bühne frei für Claudia mit dem Blick auf den Horizont. Ja, und der wird langsam etwas blauer, zumindest etwas einheitlich blauer. So kurze sonnige Momente, die gab es ja auch in den letzten Tagen immer wieder. Und es wird ein bisschen wärmer. Im Moment Hochdruckgebiet. Man sieht hier, die Pfeile drehen sich im Uhrzeigersinn, bringen dementsprechend auch augenblicklich kalte Luft zu uns. Und das ändert sich im Laufe der kommenden Woche. Das ist der Mittwoch. Man sieht südwestlich von uns schon orange, also Temperaturen im leicht frühlingshaften Bereich. Und die kommt dann auch mehr und mehr zu uns und schafft es sogar bis nach Skandinavien. Da, wo ja im Moment die kalte Luft liegt, die bis weit in den Süden Europas transportiert wird, zumindest in den Südosten Europas. Bei uns gibt es jetzt in der Nacht aber erst einmal aufgelockerte Bewölkung. Dementsprechend wird es auch eisekalt. Dann morgen in der Nacht noch dichtere Wolken und auch etwas Schnee am Alpenrand. Morgen etwas aufgelockert. Häufiger Sonnenschein über der Mitte und im Norden, bevor dann schon wieder neue dichte Wolken einer Warmfront kommen. Und die wird dann vor allen Dingen am Sonntag weiter nach Süden ziehen und verbreitet wieder Regen bringen. Dann ist das mit dem Schnee nicht mehr so ein großes Thema. Vor allem nach Süden ziemlich lange sonnig, bevor dann diese neue Front mit neuem Nass herankommt. Die Temperaturen gehen jetzt in der Nacht verbreitet in den ordentlich frostigen Bereich. Das heißt 0 bis minus 7 Grad. In höheren Lagen, vor allem so über Schnee, auch minus 10 Grad möglich. Morgen Nachmittag dann verbreitet nur einstellige Höchsttemperaturen, nämlich meist so zwischen 1 und 7 Grad, immerhin plus. Dann die nächsten Tage. Die wärmere Luft braucht noch so ein bisschen, bis sie sich durchsetzt. Am Sonntag zieht die Front über die Mitte und den Süden.
Dementsprechend wird es dann dort häufiger nass sein, so direkt am Alpenrand auch noch relativ kalt. Ansonsten Höchstwerte 4 bis 9 Grad. Von Norden kommt dann auch mehr und mehr wieder die Sonne raus und es ist trocken. Am Montag verbreitet trocken bis auf den Süden. Da hängen immer noch dichte Wolkenfelder, aus denen es tropft und flockt. Höchsttemperaturen aber schon 2 bis 10 Grad im Norden. Also hinter der Warmfront wird es dann zumindest mal ein bisschen wärmer. Und im Laufe der kommenden Woche dann zumindest mal zweistellige Höchstwerte von so 12, 13 Grad. Alles klar, vielen Dank, Claudia, für diese Aussichten. Und das waren die Tagesthemen heute. Die nächste Tagesschau dann gegen 13:30. Jetzt hier im Ersten aber erstmal der Polizeiruf aus Magdeburg. Bis morgen Abend wieder. Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.